Also, Herrschaften, gehen wir mal über auf diese ganze Thematik darauf ein, bezüglich, ja. Okay, also, Herrschaften, ganz kurz, wir machen jetzt mal einen kleinen Real Talk bezüglich der ganzen Geschichte bezüglich Las Vegas. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmal zum Mitschreiben. Der Las Vegas Grand Prix findet nächstes Jahr im November statt. Und zwar nicht an irgendeinem Tag, sondern an einem Samstag um 22 Uhr, was ich so mitbekommen habe. Das ist zufälligerweise nämlich auch der Samstag, der Thanksgiving-Samstag genauer gesagt. Und die Strecke hat einen Dreijahresvertrag bekommen. Vorerst, da kann also noch mehr kommen. Die Strecke selber, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, finde ich ziemlich öde. Die ist überhaupt nicht spannend, also da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Und naja, ich kann euch ja gerne mal zeigen, wie das Ganze jetzt so aussieht. Und zwar, das ist ja jetzt hier die Rennstrecke selber. Und sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Strecke hat so ein bisschen was von einem U-Boot. Also, ja, das Layout sieht so ein bisschen aus wie ein U-Boot. Aber wie dem auch sei. Hier ist die Start-Ziel-Gerade. Ne? Dieser kleine Abschnitt hier. Also, dieser Abschnitt, ich weiß nicht, wie es euch irgendwie geht, aber dieser Abschnitt kommt mir doch sehr verdächtig vor, wenn man nach Vietnam guckt. Ganz genau. Da bretterst du ja auch extrem lange. Gehst in eine harte Bremszone, dann geht das Ganze wiederum links herum und dann geht's hier lang. Hat so ein bisschen was von Vietnam. Aber egal. Dann kommt halt diese endlos lange Gerade Nummer 1. Ne? Also auch so Baku-Feeling könnte man sagen. Dann geht es hier Sochi-Feeling-mäßig 180 Grad einmal komplett hier runter. Also ja, mit einer 90-Grad-Kurve. Dann hier so runter, wieder eine 90-Grad-Kurve. Und dann am The Strip insgesamt vorbei. Also der Strip ist, glaube ich, soweit ich weiß, das hier. So, und dann mehr als 2 Kilometer. 342 km/h wird hier komplett runtergebrettert. Also richtig so, ja, also Windschattenspiele bis ins Jenseits, sage ich jetzt mal. Und ja, DRS-Trains der Vergeltung. Dann gibt es hier noch drei Kurven. Hat so ein bisschen was von der alten Singapur Slingshot oder Abu Dhabi, bevor es umgebaut wurde. Dann wieder eine lange Gerade. Und ja, das war's. Das ist diese gesamte Strecke. Und wenn man die Strecke quasi umdreht, sieht es aus wie ein Schwein. Also, ich weiß nicht, was ihr von der Strecke haltet, aber diese Strecke ist einfach nur, zumindest das, was wir jetzt hier vor uns sehen, total langweilig. Also, da ist überhaupt keine Spannung mit bei, gar nichts. Es gibt hier eine harte Bremszone, es gibt hier eine harte Bremszone, hier und hier. Aber das war's? Da, Las Vegas, das ist euer Layout? Also, ich habe mir ehrlich gesagt etwas mehr darunter erhofft. Und sagen wir mal so, drei USA Grand Prix oder einmal den großen Preis von Austin, den großen Preis von Miami und den großen Preis von Las Vegas. Also am meisten freue ich mich auf Miami, bin ich ehrlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es gerne mal in die Kommentarsektion. Aber jetzt seid ihr mal gefragt, Chat. Was haltet ihr? Wie viel von 10 möglichen Punkten, wobei 0 extrem scheiße ist und 10 absolut Legende, wie viel Punkte würdet ihr diesem Layout geben? Also, ich sag mal so, mehr als eine 3 ist nicht drinne. Das ist total langweilig. Es ist eine Mischung. Es ist einfach eine Mischung aus Aserbaidschan, Vietnam, Singapur und Russland. Das ist alles. Oder Abu Dhabi, was diesen kleinen Abschnitt angeht. Es ist total langweilig und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Stand jetzt und heute ist der 31.3., würde mich das Layout überhaupt gar nicht ansprechen. Wir sehen ja die Strecke quasi nur von, naja, von der dreidimensionalen Variante. Ich weiß nicht, ob es bergauf oder bergab geht, das wissen wir alle nicht. Was wir wissen ist, das sind 14 Kurven. Naja, spannend ist definitiv was anderes, oder was meint ihr? Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne mal dazu in die Kommentarsektion. Bin echt mal gespannt, was ihr von der Strecke haltet. Also ich bin nicht begeistert, sage ich ehrlich. Ich hätte mir auch eine andere Strecke gewünscht. Ich hätte mir zum Beispiel ein Malaysia-Comeback gewünscht. Die Strecke, die hat auf jeden Fall das gewisse Etwas. Aber diese Strecke hier, die wirkt einfach so mau, so leer, also da ist überhaupt keine. Das wirkt langweilig. Oder was meint ihr?
Aber gut, das soll erstmal ein kleiner Real Talk gewesen sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.